Wir stehen nach dem Freitagstraining an der Induslöhe und haben Sven Köhler bei uns. Sven, am Sonntag geht's nach Aue. Kannst du uns einmal eine Einschätzung geben, auf welche Mannschaft trefft ihr da? Was sind die Stärken möglicherweise? Ja, auf eine Mannschaft, die ja nicht gut gestartet ist oder ja nicht zufriedenstellend, haben unentschieden gespielt in Freiburg mit langer Überzahl und jetzt gegen Mainz ausgeschieden. Aber die sehr, sehr aggressiv sind. Ist halt eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Da weiß man nicht so richtig, was man bekommt. Da greift vielleicht auch nicht jedes Rädchen so ins andere zu dem frühen Zeitpunkt. Und also ich rechne uns da auf jeden Fall Chancen aus, da was zu holen. Aber wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Qualität ist ja durchaus vorhanden in der Mannschaft. Vielleicht einfach auch so ein bisschen der frühe Zeitpunkt, der vielleicht uns in die Karten spielen könnte, weil ja, der VfL, glaube ich, schon gut eingespielt ist, wir eine gute Vorbereitung hatten und es möglicherweise beim Gegner noch nicht so gut ist? Ja, klar, das kann man als Vorteil sehen. Wir kennen uns alle schon jetzt ein bisschen, wir haben die Neuzugänge gut integriert. Die konnten sich auf jeden Fall an uns so ein bisschen hochziehen, die jetzt schon ein bisschen länger da sind, weil das Spielsystem halt schon sitzt. Und ja, klar, es kann ein Vorteil sein, aber ich finde, am Sonntag geht es bei 0-0 los. Also da kann man eh nichts sagen mit Vorteilen oder so. Da muss man sich eh neu beweisen. Der VfL ist gut gestartet mit 2 Siegen. Dann am Wochenende war Pause. Kannst du einmal die Trainingswoche beschreiben? Relativ lang aufgrund des Sonntagsspiels. Gab es irgendwelche Besonderheiten? Ja, was heißt Besonderheiten? Ist, wie du schon gesagt hast, halt ein bisschen länger gewesen jetzt die Woche als eine normale. Wir haben ja wie immer gut gearbeitet. Richtig gut trainiert, Gas gegeben, haben aber auch selber gesagt, dass wir genauso weitermachen wollen wie in der Vorbereitung und in der Woche vor Duisburg und auch in der Pokalwoche, dass wir da genau daran ansetzen und jetzt kein bisschen nachlassen. Ich finde, das haben wir ganz gut gemacht und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was Sonntag bei rumkommt. Guckt man auch schon ein bisschen auf die beiden weiteren Spiele? Es stehen jetzt ja innerhalb von 6 Tagen 3 Spiele an, also es geht dann nach einem ja relativ entspannten Beginn echt richtig knackig weiter? Ja, man hat es im Hinterkopf, dass da Spiele kommen, aber das bringt eh nichts, sich Kraft zu sparen oder sonstiges, weil man will jedes Spiel gewinnen und das funktioniert nicht, wenn du da irgendwie nur 98% gibst. Deswegen lohnt sich das nicht, da hinzuschauen. Das können die Trainer machen, vielleicht im Hinterkopf, aber wir Spieler, wir sehen halt Sonntag und darauf fokussieren wir uns auf jeden Fall. Letzte Frage zum gerade vorgestellten Trikot. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich schätze schon, es gibt ein neues Auswärtsdress. Gibt es da eine Meinung von dir zum weißen Outfit? Habe ich ja zu Trabo eben schon gesagt. Sieht aus wie gemalt. Also richtig gut. Ich bin eh Fan von weißen Trikots. Und dann mit den lila Farben noch dazwischen drin. Das ist schon richtig gut. Und also ich muss sagen, die Trikots dieses Jahr sind in meiner 4. Saison sind die besten. Das freut uns zu hören. Dann wünschen wir in den Trikots ganz, ganz viel Erfolg am Sonntag. Wir werden es verfolgen. Danke dir, Köhli. Dankeschön.